Ganz herzlichen Dank unserem Musikteam. Ich stand da in offener Bewunderung von deiner überwältigenden Herrlichkeit. Ganz einen schönen Übergang zu dem, was wir jetzt heute Morgen anschauen. Das haben wir gesungen. Ich musste immer im deutschen Text unten mitlesen, dass ich überhaupt verstanden habe, wann ich gesungen habe. Zum Glück steht das dort. Ich hoffe, dass das heute noch klingt, den ganzen Tag, aber auch dann in den kommenden Wochen. Das ist eigentlich auch mein Wunsch, mein Ziel von dieser Gottesdienstreihe, dass wir da noch viel mehr können mit rausnehmen, auch von dem, was Jesus uns mitgegeben hat. Vitamin B. Vitamin B. Ich glaube, der Begriff kennt jeder von uns. Das ist ja eine Bezeichnung für eine Beziehung zu einer Person, die einfach Einfluss hat. Das kann sein im Bereich vom Schaffen, das kann sein im Bereich von der Politik, von der Wirtschaft. Vitamin B. Ich weiss nicht, ob du in deinem Bekanntenkreis irgend so jemand hast, wo Vitamin B hat. Ja, vielleicht hast du sogar selber Vitamin B. Das wissen wir jetzt vielleicht nicht, könnt ihr nachher noch melden kommen. Ich habe das auch überlegt für mich und dann ist mir jemand in den Sinn gekommen. Und zwar der Bruder von der Claudia. Er ist CEO bei einer Kantonalbank in der Schweiz. Das heisst, wenn ich einmal Geld brauche, dann bin ich eigentlich bei ihm an der richtigen Adresse. Bin ich an der richtigen Adresse? Das sind meine Vitamin B. Jetzt kann es sein, wenn du das so überlegt hast, Vitamin B in meinem Leben, dass du gemerkt hast, ich habe eigentlich gar niemanden. Und bist vielleicht auch ein bisschen enttäuscht darüber. Aber ich kann eins sagen, das ist nicht so. Du hast nämlich Gott Vater, du hast Gottes Sohn und du hast Gott, den Heiligen Geist. Und wenn du diese drei Personen anschaust, dann hast du eigentlich viel mehr. Sie sind viel mehr als ein CEO von einer Kantonalbank, viel mehr als der CEO von der Schweizer Nationalbank oder sogar von der Weltbank. Sie sind der CEO von dieser Welt insgesamt. Sie haben Einfluss und Macht. Und das Schöne ist, du kennst sie persönlich. Du hast eine persönliche Beziehung. Du kannst mit ihnen reden. Wir haben vorher mit ihnen geredet, die Lieder. Du kannst mit ihnen reden in deinem Gebet. Du kannst Zeit mit ihnen verbringen. Und wenn wir heute die Serie anfangen, Vater unser, dann geht es eigentlich darum, dass wir die drei Personen noch besser kennenlernen. Und ihr merkt es, wir werden in diesen Gottesdienst immer das Vater unser miteinander beten. Und zwar, dass das Gebet bei unserem Leben uns selber ihnen noch mehr an Bedeutung gewinnt. Nicht irgendwie als Litanei, wo man so mal rasch ablehaspelt und dann ist es vorbei, sondern ganz bewusst mit dem Inhalt auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich habe es selber gemerkt bei der Vorbereitung, wie wichtig das ist. Als ich etwa 10 war, da bin ich zur Beichte gegangen. Und dann war ich dort bei dem Pfarrer, habe alles erzählt, was ich falsch gemacht habe, respektive das, was ich noch gewusst habe. Dann. Und dann hat sich der das abgelassen und hat mir Vergebung zugesprochen. Und dann hat er am Schluss gesagt, so, und jetzt als Buß betest du noch 5 Vater unser. Und ich war natürlich erleichtert, dass nicht 10 waren. Man ist dann ein bisschen schneller wieder daheim. Ich bin dann da in der Bank hineingeknüllt und habe die 5 Vater unser gebetet. Ich habe das gut können, auswendig, aber die Bedeutung ist vermutlich bei mir und bei ganz, ganz vielen anderen, die das beten, völlig verloren gegangen. Und ich hoffe, dass wir an dieser Stelle ein bisschen Land gewinnen können, ein bisschen Sachen können einnehmen können, wo man merkt, hey, das ist ja so entscheidend und so wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr dann daheim immer nur noch das Vater unser betet. Das ist eigentlich auch nicht die Idee. Man merkt vielleicht auch, weil Jesus ja nur ein Gebet vorformuliert hat, dass er vielleicht uns ganz etwas anderes sagen will. Sondern dass er einfach sagt, schau den Inhalt an und tu es auf deine Gebet übernehmen. Tu es gebrauchen, so wie ich es vorzeige. Kannst du daheim
deine frei formulierten Gebete auch gestalten. Die Vorgeschichte zu dem Gebet ist sehr wichtig. Wir haben es bereits gehört von der Miri. Danke vielmals. Da ist ja ein Jünger hat gemerkt, hat Jesus gesehen, wie er gebetet hat, er gemerkt, das möchte ich auch, das möchte ich können. Und dann hat er ihm gebeten, du hilf uns auch so zu beten. Johannes hat mit seinen Jüngern das auch gemacht. Ich meine, das Gebet selber war dort im Judentum sehr bekannt gewesen. Sie haben in der Synagoge gebetet, sie haben im Tempel gebetet, sie haben gesehen, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten gebetet haben. Also das war ganz irgendetwas Normales gewesen. Aber dann haben sie Jesus angeschaut und haben gemerkt, er hat ganz eine andere Beziehung zu Gott. Der kriegt ihn sogar als Vater an. Und sie haben gemerkt, das Gebet hat eine ganz andere Qualität. Und darum sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, das wollen wir auch lernen. Nicht die Sachen, die wir bis jetzt kennen, und das ist auch interessant, sondern so, wie es du machst, möchten wir das auch gerne lernen. Ich möchte ganz etwas Technisches am Anfang anschauen, und zwar die Struktur vom Vater unser oder unser Vater. Es fängt ja mit einer Begrüßung an. Die schauen wir heute im Detail an. Dann setzt es sich fort mit zwei Blöcken, Rot und Grün. Rot sind drei Bitten gegenüber Gott. Da schauen wir heute die erste an. Dann Grün sind drei Bitten für unseren persönlichen Bereich, was wir brauchen. Und dann schließt es, ganz wichtig, mit einer Verehrung von Gott ab. Und im Fachbegriff sagt man dem Doxologie, also Verehrung von Gott. So sieht die Struktur von dem Gebet aus. Fangen wir heute mit der Begrüßung an. Vater unser im Himmel. Wenn wir diesen Text anschauen, diesen Titel hier anschauen, dann sehen wir, da öffnet sich ein riesiger Horizont. Da öffnet sich eine Dimension, die man eigentlich fast nicht glauben kann. Du begegnest in dem Moment, begegnest du einem Vater im Himmel, der alle Möglichkeiten hat, die es irgendwie noch gibt. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Und der Vater im Himmel interessiert sich ganz persönlich für deine Sorgen, für deine Anliegen, für die Sachen, die dich im Moment beschäftigen. Es ist unglaublich. Als ich den Text geschrieben habe, es war am Tag, habe ich rausgeschaut, habe ich so ein bisschen in den Himmel geschaut. Man sieht einmal die Flüger so auf 10'000 Meter oben. Und habe dort schon gedacht, das ist ja eine riesige Dimension. Wenn man bei Tag in den Himmel rausschaut und wenn man bei Nacht in den Himmel rausschaut, dann ist es eigentlich noch genialer. Man sieht, wenn es dunkel ist, ein riesiges Sternenmeer. Und da spürt man etwas von dieser grenzenlosen Dimension und von den Möglichkeiten, die Gott hat. Das hat er geschaffen. Nein, das ist gut. Das hat er geschaffen, das hat er gemacht. Und im Grunde genommen ist das unglaublich. Und zu dem Gott kannst du Beziehung haben. Jetzt, als ich das Gebet angeschaut habe, habe ich mich gefragt, ja, wäre es eigentlich nicht noch schöner, wenn es heissen würde, mein Vater im Himmel. Das wäre doch nochmal eine Runde persönlicher, nochmal eine Runde näher bei mir. Wäre es nicht viel schöner, wenn es heissen würde, mein Vater im Himmel. Ich glaube schon, es wäre nochmal schöner. Aber interessanterweise formuliert Jesus nicht so. Sondern Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Vielleicht zeigt Jesus an dieser Stelle eigentlich das Umfassende, wo Gott darstellen will. Die umfassende Gemeinschaft. Also er will ja Gemeinschaft haben mit dir. Aber er will auch Gemeinschaft haben mit deinen Mitmenschen. Ja, er will sogar Gemeinschaft haben, und das finde ich sensationell, mit jedem auf dieser Welt. Er wird ein Vater sein für jeden Mann, für jede Frau, für jedes Kind. Er will ein Vater sein für Menschen, die ganz einen guten Vater hatten oder immer noch haben. Aber er wird auch ein Vater sein für Menschen, die einen schwierigen Vater hatten oder die den Vater gar nicht kennt haben.
Er will ein Vater sein für Kinder, für Teenager, für Jugendliche. Und vielleicht könnt ihr das euren Kindern ausrichten. Du hast einen Vater, der über allem steht. Du hast schon einen guten Vater daheim, oder? Der schaut immer, geht arbeiten und eine gute Mutter natürlich auch. Aber du hast noch mal einen Stock höher. Erkläre das dem Kind wieder ganz neu. Und dann wird er ein Vater sein von allen Ehepaaren, von allen Alleinerziehenden, von allen, die einmal bald heiraten, von solchen, die geschieden sind. Er wird ein Vater von der Gemeinschaft sein. Und wenn wir diese Begriffe ein bisschen alle anschauen, wenn wir die zusammennehmen, dann sehen wir, er wird wirklich ein persönlicher Vater sein. Aus unser Vater wird wieder mein Vater, der aber eine riesige Dimension an Gemeinschaft hat. Was bei dem Gebet und mit der Begrüßung auch klar wird, dass Gott in jedem Fall ein Vaterbild erneuern will, überarbeiten will, vielleicht sogar heilen will in deinem Leben. Und da spielt jetzt die Aussage, die ich vorher schon eingeblendet habe, ganz eine entscheidende Rolle. Da steht, wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute Gaben schenken, die ihn darum bitten? Jetzt, bei der Einleitung von dem Vers schüttelt es mich immer ein bisschen. Ich kenne eigentlich viel Väter, also nicht alle, aber ich kenne viel Väter, und die machen es gut daheim. Zu einem Kind, zum Ehepartner, die machen es wirklich gut. Und die geben sich auch Mühe und probieren ihre Kinder mit Sorgfalt und mit Energie und Mut zu erziehen für das Erwachsenenleben. Und jetzt geht da Jesus hin und sagt, schaut mal, wenn ihr schon so gut macht, wie viel hundertmal besser macht es der himmlische Vater? Ich finde Vergleich genial. Dass Jesus sagt, schau mal, du als Vater probierst es schon gut zu machen, aber du hast noch mal einen Stock höher, jemand, der es noch viel, viel besser machen kann und machen will. Ich glaube, wenn der Gedanke dir in der Not in den Sinn kommt, dann hilft das enorm. Dann hilft das enorm. Und vielleicht kannst du in der kommenden Woche in jeder Situation einfach vertrauensvoll dich auch in die Arme von dem Vater fallen lassen. Was wird dir da begegnen? Ich habe nur einen Punkt, dann müsst ihr euch nur einen merken. Es wird euch eine totale Liebe begegnen. In der Berührung mit dem himmlischen Vater begegnest du der totalen Liebe. Nichts anderem. Der totalen Liebe. Es gibt keine größere Liebe als die, die Gott hat. Beeindruckend formuliert das Johannes in dem Vers, den wir gut kennen, und manchmal muss man aufpassen, wenn man etwas gut kennt, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Stärker kann man eigene Liebe nicht zum Ausdruck bringen, als in dem, dass ich etwas, das ich ganz fest gern habe, einfach weggebe. Und ich kann euch sagen, wenn ihr euer Liebste müsstet weggeben, das kann ja auch ein Kind sein zum Beispiel, das ist ganz etwas Schmerzhaftes. Und ich bin überzeugt, für Gott ist das extrem schmerzhaft gewesen, seinen Sohn einfach zu schicken und leiden zu lassen und abschlachten zu lassen am Kreuz. Es ist extrem schmerzhaft. Aber er hat gesagt, du bist mir wichtiger. Du bist mir wichtiger als mein Schmerz. Ich möchte es für dich machen. Und ich glaube, stärker kann man es nicht sagen. Ich habe dich gern. Der Ausdruck, der da drin steht, verloren gehen, kann auch übersetzt werden mit das Grundrichten. Also Gott will, dass sich niemand das Grundrichten tut. Auch das finde ich eine absolut geniale Haltung. Wir leben ja heute in der Zeit des Terror. Wir haben das mitbekommen in den letzten Wochen wieder. London, Manchester, überall fängt es an. Oder? Wir sind eigentlich nicht mehr sicher. Die Sicherheitsmaßnahmen, die müssen immer mehr aufgeschoben werden, weil irgendjemand, meistens äußerlich noch harmlose Leute, hat eine Idee und verwirklicht die und bringt andere Menschen um. Es kann zu jeder Zeit überall passieren.
eine Brutalität, ein Terror, den wir vorher nie gekannt haben. Und jetzt in diese Begebenheit kommt ein Herr und Gott, der nur das Gegenteil will. Er will eigentlich nur Liebe verschenken. Tag und Nacht. Jede Stunde, jede Minute. Liebe verschenken. Mit jeder Faser von seinem Leben. Mit jedem Teil von seiner Existenz. Und die Grundhaltung, die kannst du nicht toppen. Die ist absolut stark. Und so ist dein Vater im Himmel. So möchte er dir begegnen. Der Paulus unterstreicht das Anliegen mit einer weiteren Aussage, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Wenn ich Vers gelesen habe, denke ich, da bin ich unglaublich dankbar. Wenn ein Gott, der retten will, wenn ein Gott, der helfen will, wenn ein Gott, der die Liebe zeigt, auch dort, wo mir einmal etwas Falsches passiert, habe ich trotzdem noch den gleichen Gott. Und er bleibt stehen und hilft wieder auf und motiviert und segnet. Johannes schreibt in seinem Brief, inspiriert durch den Heiligen Geist, wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott. Oder ein bisschen anders formuliert, der kennt eigentlich die Art von Gott noch nicht so. Und dann geht der Vers weiter, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Also Gott ist eigentlich, wenn man ihn anschauen tut, pure Liebe. Und in dieser göttlichen Liebe ist alles Erdenkliche eingeschlossen. Da ist Geborgenheit drin, da ist Friede drin, da ist Freude drin, Hoffnung, Barmherzigkeit. Wenn du in der Bibel lesest und ein bisschen die Texte anschaust, dann wirst du merken, vor allem auch im Neuen Testament, da sind so viele Aussagen über Gott Vater drin, die ermutigen wollen, die stärken wollen. Und darum ist es also wichtig, dass man immer wieder so Texte anschaut und sich stärken lässt. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz unterbrechen. Da vorne steht jetzt recht groß: Gott ist Liebe. Du darfst einen kurzen Moment über den Text nachdenken und tu doch du in einem stillen Dankgebet einfach Gott danken dafür, dass er dich so gern hat. Grenzenlos gern. Im Eingang habe ich festgehalten, dass wir nach dieser Begrüßung zwei Blöcke haben mit Bitten. Der eine gegenüber Gott und der andere für unsere persönlichen Bedürfnisse. Steigen wir mit der ersten Bitte gegenüber Gott in: Dein Name werde geheiligt. Jetzt, was bedeutet der Satz? Der ist ja so kurz und so schnell gesagt. Aber was bedeutet das? Wenn wir jetzt den Vers anschauen, dann könnte man ja sagen, warum soll das Gott tun? Er ist doch heilig. Er kann ja nicht noch heiliger werden. Was bedeutet die Aussage? Man könnte die Bitte auch anders formulieren. Man könnte sagen, bring deinen Namen zur Geltung. Bring deinen Namen zur Geltung. Und dann wird es schon ein bisschen verständlicher. Also wenn wir den Wunsch Gott gegenüber formulieren, dann heisst das, bring den Namen zur Geltung in dieser Welt. Aber, und das ist auch ganz wichtig, in meinem Leben, da soll er zur Geltung kommen. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil er ein heiliger und ein reiner Gott ist. Er hat eine unglaubliche Größe, eine unvorstellbare Macht, wo wir eigentlich nur arbeitend auf Knie fallen können und ihm können danken. Ihm sollte eigentlich jeder Mensch mit größter Ehrerbietung begegnen. Ich behaupte mal, in unserem Alltag, wenn wir so leben und tun und machen, dass uns eigentlich die Größe von Gott meistens nicht bewusst ist. Die geht uns irgendwie verloren. Natürlich beten wir vielleicht in Renault kurz zu Gott, aber ich glaube, die Bedeutung von dem, was da dahinter steckt, ich glaube, wir haben die nicht präsent.
Ganz anders wäre es jetzt, wenn wir im Himmel oben wären und vor dem Thron Gottes würden stehen. Ich glaube, das würde uns ganz heftig einfahren, wenn wir Gott so begegnen würden. Es gibt ja verschiedene Beispiele in der Bibel, wo das stattfindet, wo das beschrieben wird. Und wir möchten zwei gerne miteinander anschauen. Das erste bezieht sich auf Jesus. Vielleicht darf ich auch fragen, ja, wie stellst du dir Jesus überhaupt vor? Wenn du das Bild hast von Jesus, wie stellst du dir Jesus vor? Vielleicht, und das ist ja sehr ein schönes Bild, vielleicht als der gute Hirte, oder? Mit so schön langen Haaren, gleich gewählt. In einem Mantel, vielleicht, ich weiß nicht, noch im Bart. Auf jeden Fall ganz einen lieben Blick, oder? Also wenn dich Jesus anschaue, dann fühlst du dich geliebt. Und das ist ja sehr ein ermutigendes Bild. Doch es gibt noch eine andere Seite. Und wir haben vorher bereits Ausschnitte aus der Offenbarung gehört. Und ich möchte euch jetzt auch einen längeren Ausschnitt aus der Offenbarung zeigen. Und zwar erlebt er den Johannes, der auf der Insel Patmos ist. Und da lesen wir, Jesus hatte einen langen Mantel an. Und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Also das mit dem Mantel hat gestummen vorher. Aber es geht noch weiter. Die Haare auf seinem Kopf waren wie weiße Wolle. Seine Augen glühten wie Feuerflammen. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. Und die Worte aus seinem Mund wirkten wie ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. So sieht der Johannes in seiner Vision Jesus, der gekreuzigt und auferstandene Herr. Aber blenden wir ganz kurz zurück. Wo Jesus am Kreuz gehangen ist, war er zerschlagen gewesen, hat er blutet, völlig schwach. Also wir könnten sagen, der Verlierer von den Verlierern oder der Oberloser. Die Schwachheit hat sein Leben bestimmt und die Menschen haben ihn verspottet. Doch jetzt, wo ihn Johannes sieht, erstrahlt Jesus in Macht und Herrlichkeit. Alle Schwachheit ist verschwunden. Dein Jesus ist definitiv kein Schwächling mehr. Das musst du einprägen. Dein Jesus ist definitiv kein Schwächling mehr. Die Reaktion von Johannes ist auch dementsprechend. Wir lesen weiter, als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, aber Jesus legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin lebendig. Ich verstand Johannes, als er das Bild gesehen hat, dass er da wie tot vor dem Allmächtigen Sohn Gottes niedergefallen ist. In der Fortsetzung von dem zeigt Jesus, dass ihm alle Macht gegeben ist, dass er den Tod besiegen kann, die Schlüssel vom Totenreich hat. Von dort her ist er der göttliche Retter. Nicht irgendein weltlicher CEO, sondern der göttliche Retter, der alle Macht hat und der dich auch gerne in den Himmel bringen will. Und dich dort hin begleiten, damit du mal in seiner Ewigkeit, in seiner Gegenwart ihn kannst arbeiten. Und wie ich schon oft gesagt habe, das wird ein unglaublicher Moment sein. Ein unglaublicher Moment. Ganz ein ähnliches Bild entdecken wir ja auch bei Gott. Wie können wir in uns vorstellen, so als liebender Vater, oder? Wie beim verlorenen Sohn, der dort steht oder entgegenrennt mit offenen Armen, der umarmt, obwohl der Kerl stinkt. Oder? Dann beschenkt er ihn noch, küsst ihn noch und lädt ihn zum Fest ein. Mein Gott, Vater ist absolut genial. Aber das ist wieder nur eine Seite. Bei Jesaja lesen wir eine Begegnung, die er hat, auch in einer Vision. Und dort erlebt er den lebendigen Gott. Und da drin steht, das sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen.
Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. 2 Flügel bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 ihren Leib, und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, und das haben wir ja heute Morgen schon gebetet: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Das ist ein unglaublicher Moment, wo der Jesaja da erlebt hat. Er sieht den Thron Gottes, er sieht die Engel rundherum und er sieht Gott, der allmächtige Herr und Gott auf dem Thron. Und nur schon die Stimmen von den Engeln, die sind so kraftvoll, dass der Jesaja die Auswirkung davon körperlich spürt. Wir lesen da im nächsten Vers: Ihre Stimmen ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Wer schon mal ein Erdbeben erlebt hat, weiß, das ist ganz eine ernste Sache. Die Menschen zum Beispiel in Italien, die noch nicht so lange Erdbeben erlebt haben, die wissen, man ist da eigentlich in grösster Gefahr. Und die Jesaja, der spürt das auch. Der fällt auch nieder und dann jammert er: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Sündigen, zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Die Heiligkeit von Gott verschreckte Jesaja total. Und das ist auch gut so. Weil die göttliche Macht, die ist Realität. Aber fast gleichzeitig, ohne Verzögerung, setzt auch die Vergebung von Gott ein. Nach dem Bekenntnis, das Jesaja formuliert hat, kommt sofort Gott. Und dann lesen wir dort: Da flog einer der Engel zu mir mit einem glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange am Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind all deine Sünden vergeben. Also Gott ist definitiv ein heiliger Gott. Aber Gott ist auch einer, der gern vergibt. Und der die Vergebung geschaffen hat mit Jesus am Kreuz. Dein Name werde geheiligt. Wenn du diesen Wunsch formulierst, dann geht es darum, dass der Name in dieser Welt von Gott an Herrlichkeit gewinnt, dass er bekannt wird, aber dass es auch in deinem Leben Veränderung gibt, dass der Name in deinem Leben ganz neu aufleuchtet tut und dass es Spuren hinterlässt in deinem Leben. Meine Frage an dich ist: Tut die Herrlichkeit von Gott wirklich Spuren hinterlassen? Spürst du das selber? Und vor allem spürt es auch dein Umfeld? Weil genau das ist das Ziel von Gott. Und er hat es auch formuliert gegenüber seinem Volk. Er sagt da: Ich bin der Herr, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist einer der grössten Wünsche, die Gott hat, dass wir heilig sind. Dass eigentlich seine Herrlichkeit, seine Grösse sich in unserem und in deinem Leben widerspiegelt tut. Dein Name werde geheiligt. Was machen wir in den kommenden Tagen und Wochen mit dieser Bitte? Ich habe einen Vorschlag. Nimm dir Zeit und tu ganz bewusst Gott Vater, Gottes Sohn und der Heilige Geist arbeiten. Überhäuf sie nicht zuerst mit Anliegen, weil die kennt ihr ja eh, sondern bring deine Ehrerbietung ihm gegenüber zum Ausdruck. Mach dir bewusst, mit wem dass du unterwegs bist. Mit dem höchsten Herr und Gott, der alle Macht hat.
Bring das in deiner Gebetszeit zum Vordergrund. Und du wirst erleben, wie es deine Haltung verändert. Wie das Licht, das Gott hat, anfängt in deinem Leben an leuchten und zum Segen wird für andere Menschen. Innerhalb von deiner Ehe, innerhalb von deiner Familie und ganz besonders auch innerhalb von deinem Umfeld. Dein Name werde geheiligt. Ich mache noch mal ganz kurze Pause und schließe dann nachher mit Gebet. Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken für das Gebet, das du den Jüngern mitgegeben hast. Aber wenn ich über das Gebet nachdenke, dann spüre ich irgendwie, dass es eine Dimension sprengt, wo ich oder wo wir haben. Eine Dimension von Erfahrung, wo du gehabt hast, wo du erlebt hast, weil du von Gott gekommen bist und wieder zurückgegangen bist zu Gott. Und gleich hast du das Gebet so formuliert. Und darum möchte ich dich auch bitten, dass wir, wenn wir in den kommenden Tagen und Wochen uns auch in den Gedanken vertiefen, dass dein Name geheiligt wird, auch in meinem und unserem Leben, dass wir diese Dimension ganz neu erfassen. Dass uns nicht der Alltag gefangen nimmt, sondern dass wir uns anleuchten lassen von deiner Herrlichkeit. Und dass sich das Licht verbreitet. In unserem Leben, in unseren Ehen, Familie, in unserer Umgebung, im Beruf, in der Schule. Herr, ich bitte dich da um ganz grosses Erbarmen. Ich bitte dich da darum, dass du uns die Begegnung mit dir in einer besonderen Art schenkst und auch erfüllen tust. Amen.